Hallo liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei Grand Tactician The Civil War mit unserer Südstaaten-Kampagne und wir haben beim letzten Mal bei Washington eine größere Schlacht verloren, mussten uns, und jetzt ist eigentlich der Plan folgendermaßen: Ich habe vor, mich mit meinen Armeen hier ein Stückchen südlich von Washington zu sammeln und die Armeen noch ein bisschen zu verstärken. Währenddessen versuche ich mit meinen weiteren Armeen hier über Ohio Richtung Pennsylvania zu ziehen, und um ihn hier zu den entscheidenden Schlachten zu zwingen. Währenddessen versuche ich hier mit meinen beiden übrigen Armeen im Westen immer noch die blauen Flecken hier im Indianergebiet in Kansas und in Missouri abzufrühstücken, eventuell hier in Illinois noch ein vorzubauen. Ja, soweit erstmal der Plan. Es gab ein paar Updates und die sieht man halt vor allen Dingen auf der Kampagnenkarte. Wir haben jetzt nicht mehr die große Unübersicht mit den großen runden Anzeigen der Städte, sondern das ist jetzt alles sehr viel kleiner gefasst und sehr viel detailreicher aufgebaut. Man sieht jetzt zum Beispiel hier die Supply Depots, in welcher Verfassung man sie sich befinden. Wenn man mit links klickt, draufklickt, sieht man auch, was in den Supply Depots alles drin ist. Und ja, also man bekommt sehr viel mehr angezeigt über auf der Kampagnenkarte. Sehr viel übersichtlicher schon gestaltet. Ich bin mal gespannt, ob sie das eventuell mit den Überlappungen noch irgendwie ein bisschen besser regeln können. Hier haben wir zum Beispiel das Problem, dass sozusagen hier zum einen das Battle of Baltimore angezeigt wird. Ich will aber eigentlich auf unsere Armee hier klicken. Tja, und komme da erstmal so nicht drauf. Dann müsste ich eventuell, wenn ich weiß, es ist Johnson's Corps, kann ich das hier auch so anklicken. Johnson's Corps soll also jetzt erstmal anhalten. Soll sich nicht im Bogen dort rüber bewegen, sondern eigentlich hier runter marschieren. So, Hamptons Division ist schon auf dem Weg dorthin. Jackson's Corps macht sich ebenfalls auf den Weg dorthin. Und die Army of the Northwest bewegt sich ebenfalls dorthin. Sehr, sehr gut. Wir werden also mit diesen hier, mit diesen Armeen hier oben zu kämpfen haben. Für Lee machen wir auch mal einen Halt. Der kann eigentlich da bleiben, wo er gerade ist. Von dort aus kann er eigentlich mit am besten befehligen. So. Unsere anderen Armeen. Cabot's Corps. 12.000 Mann. Hat erstmal ein Supply Depot gebaut. Noch eins. Eigentlich nicht notwendig gewesen. Wir haben ja schon eins. Aber ist okay. Damit könnten wir uns eigentlich schon mal Richtung Wheeling vorwärts bewegen. Die anderen Armeen kommen noch hinterher. Jawohl.
Tun Sie. So, jetzt haben wir hier oben natürlich noch das First Core. Und die 25th Army. Ist eigentlich keine sehr große Armee, was wir hier zu bekämpfen haben. Und hier ist die flüchtende Army of the West. Tja, jetzt ist die Frage, lohnt es sich hier? Was haben wir denn hier angezeigt? Richtung Colorado. Kann man leider nicht anklicken. Ich nehme an, das hat was mit dem Handel zu tun. Kohleminen. Ach ja, dann machen wir doch mal einen kurzen Ausflug und erobern das. Das wird sicherlich nicht schlecht sein. Unsere Schiffe sind hier auf dem Weg nach St. Louis. Das ist zumindest die eine Flotte. Und dann habe ich ein paar größere, zum Beispiel die CSS Shenandoah, bauen lassen. Damit werde ich versuchen, eine größere Flotte auszurüsten, um mal auf See ein paar Siege einzufahren. Mal gucken, ob das was wird. Hier unten haben wir zum Beispiel eine feindliche Flotte. Oh, 8 Schiffe und 175 Kanonen. Und was haben wir? Das sind 6 Kanonen. Ach du Scheiße. Neun Schiffe, gar keine Kanonen. 2 Schiffe, keine Kanonen. Super. Ja, hier gilt es zum Beispiel definitiv mal einen Seesieg rauszuholen. Aber nicht mit diesen Flotten. Da müssen wir eben was Größeres ausrüsten. Was haben wir denn hier noch an der Küste zu liegen? Savannah Squadron. Und das war's, wie es aussieht. Tja, dann haben wir noch die James River Squadron. Die sind wahrscheinlich eher, wie es der Name schon sagt, für Flüsse geeignet. Charleston Squadron, ja. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir hier wirklich was aufbauen, flottenmäßig. Aber die Flotte könnten wir doch mal hier hinschicken.
So. Okay. Ja, ich wünschte, es würde jedes Mal auf Start klicken, sobald ich einen Befehl erteilt habe, sondern erstmal alles auf Pause lassen. So, ich hatte doch gegeben Movement Orders Stop. Kann es sein, dass Johnstons Chor das flüchtende Chor ist? Ich glaube schon. Ja. Gut. Tja, die Bewegungen laufen noch nicht so richtig doll. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen laufen. Vielleicht ein bisschen schneller. Glorious Victory at Mississippi. Okay. Das hat anscheinend gut funktioniert. Sieht so aus, als könnten wir St. Louis eingenommen haben. Wir wollen. Okay, das war anscheinend ein Anzeigebug. So. Dann würde ich doch sagen, auf geht's nach Quincy. Läuft. Sehr gut. So, die Armee ziehen wir mal herunter. Oh, er hatte Armeen zusammengezogen. Kurz mal Pause. Da greifen wir mal an. Generell beginnt er anscheinend Armeen aufzubauen. Ja, dann kann ich das gar nicht so machen, wie ich das hier gerne gemacht hätte. Puh.
16.000 Mann. Zurück nach Indianapolis. Okay, das hat nicht funktioniert. Wo ist das genau? Na gut. Die KI wird jetzt immer stärker, das sehe ich schon. Und hat hier ein paar hübsche Armeen aufgebaut. Okay. Kurz mal Pause. Da greifen wir an. So, jetzt haben wir unsere Armeen alle hier zusammen. Armee of the Northwest. Hampton's Legion. Convention held in London, Mexico under treat. British, Spanish, French descent troops. Okay. Bitte sehr. Sollen Sie endlich senden? Glorious victory at Mississippi. So, ihr fahrt wieder bitte nach St. Louis. So, zurück hierher. So, Lee holen wir auch noch zurück. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz die Armeen rein. Hier meine kleine Brigade, die hatte ich angedacht zum Verstärken. Hier haben wir auch noch eine sehr kleine. Zack. Online. Ja, die könnten auf jeden Fall noch eine Verstärkung gebrauchen. So.
Chapmans Kavallerie kommt in 21 Tagen. Wagners Kavallerie in 8 Tage. 6 Tage für Colquitt. Dann haben wir ja noch eine Artillerie. 4 Tage, sehr gut. Tja, Mannstärke haben wir. An und für sich. Hier sieht es ein bisschen mau aus. Dafür haben wir hier genügend. Manning versetzen wir mal nach hier. Und hier gucken wir mal, dass wir Jacksons Einheiten immer noch ein bisschen verstärken. Mal gucken, was wir an Freiwilligen haben. Ja. Die Freiwilligen laufen uns gerade ein bisschen davon, wie man sieht. Hauptsächlich können wir uns aus Drafts bedienen. Was wir wohl tun werden. Woher? North Carolina vielleicht? So vielleicht? Drafts? Bitte sehr. So, mal gucken, was wir noch an Waffen haben. Oh, gar nicht mal so gut. Ja, dann nehme ich die Plain Rifles. Die sind etwas teurer. Was sonst? Nehmen wir die Reebok Muskets. So, wie lange brauchen die? 32 Tage, okay. So, Pause. Und jetzt schauen wir mal. Ich möchte hier bei Washington. Da möchte ich hin. Hat offensichtlich nicht geklappt mit der Savannah Squadron. Tja. Oh, 60 Kanonen, da hatte ich mich wohl verguckt. Na gut. Wir bauen die Schiffe auf und kommen wieder, falls der Krieg so lange überhaupt noch dauert. Thank you.
So, und Jackson Square stellen wir darüber. So, jetzt halten wir hier Washington hoffentlich. Moment, was ist das für ein... Häuschen hier. Eventuell, es ist ja schon November, befinden die sich im Winterlager. Großbritannien macht langsam mal hin. Also irgendwie ist es noch nicht sehr hilfreich. Noch ein großer Sieg auf dem Mississippi. Kurz mal Pause und dann schauen wir mal, was die Schiffe inzwischen machen. Jetzt hatte ich vergessen, Lake Pontchartrain Squadron, okay. Pontchartrain, wie auch immer. Okay, das ist die. Ja, die Schiffe sind nicht mehr in allzu guter Verfassung. Tja, und dann müssten wir eventuell mal wieder ein neues Schiffchen bauen. Nehmen wir mal hier noch so einen Second-Rate Steamer. Und vielleicht noch ein zweites Schiff. Auch natürlich irgendwas, was auf dem ja, hier, die fahren zum Beispiel nur auf dem Meer. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Thank you.
Tja. CSS Nashville, das scheint mir doch noch ganz so schiff zu sein. Dann bauen wir das noch. So. Ja, die anderen Schiffe werden so langsam aber sicher gebaut. Was haben wir denn hier noch? Drei so kleine Probeschiffe, die könnten wir eigentlich hier auch noch mit dazufügen. So. Die hatte ich alle noch gebaut. So, wie sieht es denn mit den Finanzen aus inzwischen? Naja, unsere Kreditrate liegt bei 3 mal B. Ich glaube, das ist noch in Ordnung, soweit es geht. Wirtschaft erholt sich langsam. So. Das schrauben wir mal ein bisschen runter. Ein bisschen hoch. Das können wir mal ein bisschen runterschrauben. Das ein bisschen hoch. So, mal gucken, was das ausmacht. Ich weiß, das wird jetzt nicht mehr auto gemanagt. Na, lassen wir das mal so laufen. Mal gucken, wie es läuft. So. Oh. Pause. Da sind mir jetzt die Armeen dazwischen gekommen. So, Van Dorn möchte ich nicht unbedingt gefährden. Ah, jetzt haben wir das Häuschen hier auch. Ah, Winterquarters, okay. So, Van Dorn kriegt noch einen Perk dazu.
Ich nehme mal Flying Column. Dann sind die etwas schneller unterwegs. Na? Wie viel haben wir denn hier? 21.000 Mann. Tja, da müssten wir Pauk eventuell anders daraus ziehen. Moment. Erstmal geben wir ihm dort. Nein. Ein Haltbefehl. Vendorn ziehen wir noch hier ab. So, was macht eigentlich die Armee hier? Okay. Haben wir erobert und befindet sich hier im Wintermodus. Engagement. Ja. Da möchten wir uns doch bitte zurückziehen. Das ist nämlich nur Vendorn. So. Naja gut, er haut jetzt genau zur falschen Seite ab. Und das First Corps macht sich jetzt auf den Weg in den Süden, wie es aussieht. Das ist nicht so gut. Ich werde meine Armeen wahrscheinlich wieder in den Süden verlagern müssen. Trend Affair resolved. Okay, mal kurz Pause. Habe ich in der Politik irgendwas verpasst? Oh, ich kann Diplomacy 2 machen. Ja, nice. Dann mache ich das doch. In der Hoffnung, dass die Briten dann doch endlich mal hier eingreifen. So, hier befinden sich, glaube ich, zwei Armeen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Die sich ein bisschen überlappen. 26 Army. Nein, ich will nicht Topanga. Beide sind aber ziemlich stark. Wie viel hat er denn jetzt inzwischen? Ja, der Gegner ist uns an Truppenstärke jetzt also deutlich überlegen. Wir müssten eventuell nochmal nachrüsten. Dafür ist ja jetzt im Winterlager eigentlich genügend Zeit. Thank you.
müsste mich mit meinen Truppen hier eventuell Richtung Louisville zurückziehen. Na. Sonst schneidet er mir hier den Weg ab. Nein, ich will nicht Van Dorn haben. Johnson. Bitte darunter. Und Beauregard. Ebenfalls auf nach Louisville. So, Van Dorn, du kannst dich bitte auch hier runter zurückziehen. So, auf nach Evansville. Und dann werden wir ihn hoffentlich hier unten, sofern er nach Evansville vordrückt, eingekreist haben. Und mit den Armeen, die ich jetzt noch ein bisschen aufstocken werde. Dafür werden wir wahrscheinlich Drafts nehmen müssen. So, unsere Armeen hier, sie befinden sich alle im Winterlager, wie es aussieht. Wäre also jetzt ungünstig, im Dezember zu kämpfen mit unserer Armeen. Schön für die Ansichtsmap wahrscheinlich, weil wir Schnee zu Sicht bekommen, aber lieber jetzt noch ein wenig aufrüsten, der Gegner macht das ja offensichtlich auch. Und dann im Frühjahr zurückschlagen. So, okay. Gehen wir mal in die Übersichtsmap. Also wir konnten Washington zumindest halten. Unsere Armeen werden jetzt noch ein bisschen aufgefrischt. Und im Frühjahr werden wir hier angreifen. Sobald die aus dem Winterlager raus sind. Hier in Kentucky werden wir das gleiche machen, da werden wir wieder gen Norden nach Indiana einfallen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um diese Einheit hier, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Derweil werden wir noch unsere Schiffe etwas verstärken und unsere Siege auf dem Mississippi eventuell noch ein bisschen fortsetzen. Ja, die Siegefechte brauchen wir noch. Ja, also der Gegner sammelt fleißig Männer. Wir sollten das auch tun. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Eventuell dann wieder mit einer größeren Schlacht, aber da müssen wir mal schauen, wie schnell das mit dem Winterlager hier vorbeigehen kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schade drum. Kommentare sind natürlich wie immer gern gesehen und auch erwünscht. Ihr kennt das ja. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass wir in der nächsten Folge mal wieder eine Schlacht zu sehen bekommen.
Aber der Gegner wird uns wahrscheinlich jetzt nicht allzu sehr in den Winterzeiten auf den Pelz rücken. Ihr habt das ja gesehen, die Winterlager. Nichtsdestotrotz hoffe ich sehe euch wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Grand Tactician, The Civil War. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut!